Hallihallo, Hallöchen alle zusammen. Heute möchte ich euch, oder jetzt möchte ich euch nicht herzlich willkommen heißen, denn dieser kleine Abschnitt kommt direkt im Anschluss der vorherigen Folge, der Folge 221 von meinem The Sims 2 Let's Play. Ich muss leider sagen, wie soll ich das sagen? Also, Familie Grunz ist mir zu verbuggt. Da habt ihr eh schon mitbekommen während des Let's Plays, dass ich sie eigentlich demnächst gerne aussortieren würde, weil es macht einfach keinen Spaß, wenn ein paar dieser Sims weiter altern und andere wiederum nicht, weil es sollte dann doch irgendwie in jeder Familie eine Generationsfamilie werden und das funktioniert bei dieser Familie eindeutig nicht. So, da wollte ich eigentlich versuchen, dass Helga dann hier zu den Göttgens bzw. zu Schmidt Lukas Familie kommt, weil sie ja hier mit Alexander zusammen ist. Und mein Problem ist nur, ich wollte eigentlich eben gerade die Folge 222 und 23 mit dieser Familie aufnehmen, nur leider stürzt mir das Spiel regelmäßig beim Laden dieser Familie ab und ich kann mir absolut nicht erklären, warum, weil das letzte Mal ging alles noch einwandfrei. Also ich habe es jetzt, glaube ich, 5-mal probiert. Ich probiere es auch gleich nochmal, damit ihr das seht, was ich meine. Und ich muss ehrlich sagen, mir macht das Ganze absolut keinen Spaß so. Und dann kommt dazu, dass ich hier bei Familie Pelz das Problem habe, dass ich hätte irgendwie ein tolles Kleid an. Na gut, wurscht. Bei Familie Pelz habe ich leider das Problem, dass wie soll ich sagen? Es ist, Ich wollte ja eigentlich die ganze Zeit probieren, dass ich hier Julias Zwillingsbruder wieder zurückbekomme irgendwie, aber sie bekommt einfach den Job nicht, den sie braucht, um die dementsprechende, Berufsbelohnung zu bekommen, damit sie überhaupt die Chance hat, ihren Bruder zurückzuholen. Und Studium fertig, es sind jetzt schon doch schon allein nur in der Familie, keine Ahnung, 10 Folgen sicher vergangen und sie hat noch immer keinen Job. Ich meine, die wird vorher alter, bevor die irgendwas gearbeitet hat. Und auch das macht nicht wirklich viel Spaß. Ich meine, sicher, ich könnte drauf scheißen, aber ich habe mir das eigentlich als zum Ziel gesetzt und ich erreiche dieses Ziel einfach nicht und ich kann nichts machen. Ich meine, gut, ich könnte cheaten, aber ich möchte nicht cheaten. Vor allem das Cheaten ist hier in Sims 2 gar nicht mal so leicht, kommt mir vor, aber ist wurscht. Ich möchte es einfach nicht. Ich möchte das wirklich so zusammenbekommen und ich will aber ihren Bruder wieder zurückbekommen, aber es, wie gesagt, es gelingt mir einfach nicht. So, jetzt werde ich hier zu Demonstrationszwecken Familie Göttgens nochmal starten, beziehungsweise Schmidt Lukas. Und ich weiß nicht, ob ich gleich, aber ich glaube, hier wird es dann sich aufhängen. Ich sag schon mal tschüss, tschüss. Ja, da seht ihr es. Ich verabschiede mich jetzt. Dieses Let's Play von The Sims 2 hat jetzt sein Ende gefunden. Ich werde vielleicht irgendwann mal wieder ein anderes Let's Play früher oder später wieder beginnen. Das muss ich mir noch überlegen. Jetzt haben wir Mitte Februar. Also ich schaue zu, dass ich Anfang März wieder ein Let's Play habe, was auch zur gleichen Uhrzeit und so ein gleiches Schema ablaufen wird, wie von der Veröffentlichung her, wie bisher. Nur, wie gesagt, das ist also in dieser, das ist ziemlich anstrengend für mich gerade. Also gut, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und schaut dann beim nächsten Sims 2 Let's Play wieder mit rein. Aber vorerst, baba.